Ja, was ist denn da los, sagt der DJ Nick. Schön, dass du wieder mit dabei seid, liebe Cowgirls und Cowboys hier bei Wild West Dynasty. Ja, wir sind immer noch, ja, hier unser Orion, der zuckt irgendwie nervös ein bisschen hin und her und macht jetzt mal das Gleiche. Okay, lass ich mich jetzt auch nicht ablenken. Ich glaube, wir haben alles eingekauft, oder? Ich wollte mal nochmal schauen. Wir haben ja beim letzten Mal noch, kurz waren wir noch beim Shopping und werden jetzt mal schauen, ob wir alles denn haben. Denn wichtig waren eigentlich die Nägel und die haben wir auch. Also, dann haben wir hier eigentlich erst, oder? Moment einmal, doch, wisst ihr was? Ich wollte nur was nachschauen, weil ein cooler Tipp von euch kam. Mama Jay, nicht beim Lebensmitteltandler. Das ist aber nicht die Mama Jay, oder? Ja, unglücklicherweise können wir wieder schnell laufen. Wer ist denn der Lebensmittelhändler? Du bist du das? Du bist der Feldhandler. Oh, Feldhandler. Moment einmal. Hast du Kolpatrone, Gewehrpatrone? Schön, dass du jede Menge Patronen hast. Allerdings, ja gut, habe ich einen Bogen selber gemacht und hier kostet er 1,58 Dollar. Hätte er selber kaufen können, gell? Eieiei. Und jeden Schmarrn hat er, aber nicht die gescheite Sachen hat er nicht. Zum Beispiel irgendwie ein gescheites Gewehr oder so. Du bist mir auch so einer. Jedi. Du bist doch Richard. Hast du, der Richie? Richie, sag mal, Dung, du hast tatsächlich einen Dung. Okay, wisst ihr was? Den weiß ich, wo man herkriegt, deswegen. Ach, der kostet ja fast nichts. 7 Dollar, wie haben wir noch 200 Dollar? Kaufen wir. Sicherheitshalber. Da muss ich vielleicht nicht so oft herkommen. Stelle Dünger oder Kompost an deiner Werkbank her. Hat sich das jetzt gerade verändert? Jetzt habe ich gerade rechts hingeschaut und habe aber nicht links hingeschaut. Ich glaube aber zu beobachten, dass er sich verändert hat, diese Aufgabe. Okay, also, dann haben wir ja jetzt ein paar schöne Aufgaben zu tun. Und schwingen uns auf Orion, auf den Gürtel des Orions, nein, nur auf den Orion und reiten mal wie der Wind nach Hause und geben ihm die Sporen, was wir natürlich nicht können. Und sind hier mittendrin auf einmal in der Pampa. Noch sind wir ja mit dem Tutorial in Anführungsstrichen noch nicht fertig. Man kann unsere Stadt aber schon etwas sehen aus der Ferne. Das ist schon mal nicht schlecht, weil sie gar so traurig ausschaut. Unser Ghost City. Aber es geht ja auch darum, irgendwann einmal eine neue Stadt aufzumachen, wenn ich das überhaupt noch mache. Fazit machen wir jetzt keins, machen wir später oder beziehungsweise in einer der nächsten Folgen. Aber ein bisschen machen wir jetzt natürlich schon noch weiter. So, der plakative Anbindebalken, was kein Anbindebalken ist, sondern rein ein Balken, den ich aus Versehen einmal hier hergestellt habe. So, was machen wir als erstes? Jetzt machen wir zuerst einmal nachschauen, warum sich unser Freund hier so schwer trägt. Ja, weil wir halt auch Holzstämme und so einen Schmarrn mit uns rumschleppen, gell? Brauchen wir natürlich nicht wundern. Ja, einfaches Bett, das ist die Blaupause für einfaches Bett, das ist natürlich total ein Schmarrn, weil wir das überhaupt nicht mit uns mittragen. Also auch noch ziemlich verpackt. Okay. Wir machen jetzt erstmal diesen ominösen Stuhl für Oma Lucy, um zu erfahren, ob Oma Lucy dann überhaupt hierher kommt und sich dann wiederum um den Billy the Kid kümmert. Ihr traut euch hier wieder. Moment einmal, der Billy hockt immer nur da hinten rum. Ja, jetzt läuft er vor mir davon. Wo ist denn mein Bogen? 3. Mal schauen, ob ich das mal hinkriege. Na super. Okay, ich krieg's nicht. Den habe ich den jetzt weggeschossen. Sie hat die Beine am Billy erschossen. Okay, gut. Eine Lampe haben wir hier, die ist nicht an, die geht von der Lohr an, oder? Ja, gut. Jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Stuhl. So, also, hurra. War das überhaupt der Stuhl? Mist.
Ich weiß es wieder nicht. Wollte ich überhaupt einen Stuhl machen? Normalerweise gibt es ja da immer Untermenüs. Nee, am Tisch wollte ich machen. Moment mal, Tisch und so. Aber welcher Tisch? Ist das wichtig, welcher Tisch? Jetzt ein Tisch auch noch. Ja, meiner hat die Oma halt. Beziehungsweise wir könnten ja einen Stuhl brauchen. Ne? Stellen wir uns einmal einen Stuhl hin. Nee, halt voll. So, platzieren. Möbel. Ist das umständlich? Stühle, Stuhl. Was hat er jetzt gesagt? Mal schauen. Platzieren. Nee, nee. Platzieren. Möbel. Drinnen. Stühle. Im Inventar 0. Weil ich den schon hergestellt habe. Na gut, hat Oma schon ihren Stuhl, oder? Gut. Okay, anscheinend haben wir jetzt genügend Gewicht verloren. Und dann kriegt Oma Lucy, bin ich jetzt gespannt, noch ihren Tisch. Drinnen, Tische, Tisch. Oma Lucy kriegt hier vors Fenster einen schönen Tisch. Kehre zu Old zurück. Okay, gut. Dann, Oli Boli, wo bist denn? Die Sonne geht unter, oder? Geht die Sonne schon unter? Tag 10. Was haben wir jetzt gesagt? 4 Tage, glaube ich, dauert eine Saison, oder? 4, 8, das heißt also 12, dann müsste der Winter kommen. Da graust es mir jetzt schon davor, weil ich keine Ahnung habe, was auf uns zukommt. Etza, Ol, lass uns mal schnacken. Hier, komm, lass uns mal ein bisschen quatscheln. Ol, das ist gut, es wird dir gefallen. Also, wo finde ich sie? Ich werde es auf deiner Karte markieren, sei vorsichtig, das bin ich immer. Finde Oma Lucy. Ach, die muss ich jetzt auch noch suchen. Ja, so krass. Okay. Schauen wir mal, das hat auch irgendwie weit weg ausgeschaut. Okay, die Markierung ist hier offensichtlich da. Ach du meine Güte, an irgendeinem See. Das ist ja voll weit. Na gut, dann ist es so. Wo ist jetzt wieder die Sonne? Da war jetzt bloß schlechtes Wetter. 19 Uhr. Stelle an deiner Werkbank Heimwerker. Okay, Dünger oder Kompost? Okay, das machen wir jetzt auch gleich. Wir stellen mal Dünger. Und fertig. Okay, brauchen wir da noch einmal, indem wir einfach noch ein bisschen Dünger heben. Oder? Und wir stellen noch ein bisschen Dünger. Ich kann jetzt so viel Kaffee brauchen. Ja, ist ja wurscht. So, stelle einen Eimer her. Das geht aber nicht da, das glaube ich geht da, oder? Ne? Dann doch da. Der Eimer, da brauchen wir 3 Bretter. Gut, kein Problem. Gut, wenn man doch ein bisschen was mit sich rumdreht. Stelle einen Eimer her. Hier haben wir unseren Eimer. So, fülle den Eimer mit Wasser. Okay, das glaube ich kriege ich auch hin. Den kann ich aber nicht ausrüsten. Hierfür aus. Geht aber nicht. Ich den einfach nur. Immer. Geht nicht. Okay. Geht das einfach so? Eimer befüllen. Cool. Eimer mit Wasser befüllen. Lege ein Feld an. Aufgabe Feldarbeit. Ah, geht doch Stück für Stück geht's vorwärts.
Lege ein Feld an. Das können wir aber, glaube ich, noch gar nicht, oder? Jetzt schauen wir mal. Auf hier. Feld. 3x3, verfügbare Punkte 2, benötigte Punkte 3. Wir haben die Punkte nicht. Okay, dann müssen wir wohl oder übel erst noch ein bisschen was anderes machen. Und ich würde tatsächlich. Oh, schöne Atmosphäre. Also grafiktechnisch gefällt es mir schon ganz gut. Und wir müssen unbedingt was essen. Keks, ein bisschen Schweinefleisch. Echt nur ganz wenig essen. Sonst noch? Hasenfleisch dreimal. Okay, das bedeutet für uns, Moment mal, jetzt habe ich gesehen, wir haben auch Kochen. Portionen. Okay, das ist wie immer ein bisschen umständlich. Rezepte. Da jetzt zwei. Moment, jetzt haben wir sechs. Wenn ich da jetzt so Portionen. Ah, jetzt ja. Eigentlich, gell, Augen auf im Verkehr. Wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Ihr habt jetzt schon recht. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Essen, Nahrung. Oh Gott, was ist das für Atmosphäre hier? Und ich wollte mal ganz kurz noch schnell mal rüber sausen. Irgendwie habe ich den Eindruck, die sind wieder nachgewachsen. So, lala. Wunderbar. Übrigens war, so, fand ich so nett von euch, irgendjemand hat gesagt, hau doch die Bäumchen nicht zusammen, da werden bestimmt richtige Bäume draus. Nein, also es ist natürlich ein völlig logischer Gedanke, der mir auch gekommen ist, aber dem ist leider nicht so. Also Bäumchen sind Bäumchen, die kann man auch kaputt machen. Die sind ausschließlich dafür da, dass man eben Stöckchen sammeln kann. Die werden leider nicht zu großen Bäumen. Also wäre mir jetzt ganz neu. So, wir haben und machen, habe ich jetzt alle fünf eingesammelt. Dann. Logischerweise müssen wir, ne, das geht hier, da, wir haben wieder keine Steine. Ich breche ab. Ah, im Dunkeln sieht man es wirklich besser. Ja, wir müssen schon. Ich bin ja schon froh, dass wir die anderen nicht ernähren müssen hier in unserem Dorf. Weiß ich nicht, ob das noch dazu kommt. Ich bin ja schon froh, dass wir es wenigstens. Das fand ich bei, finde ich ganz ehrlich, das fand ich bei Mad Evil Dynasty so geil, wo man da, also da kann man ja eine Küche bauen. Wirklich, da muss man ja auch sein ganzes Dorf versorgen mit Essen und so weiter. Also, das finde ich schon ziemlich cool. So, okay. Ja. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Und dann war es jetzt schon, oder? Ja. Zack, zack, zack. Falle. Nein. Da. So, sechs Stück. Also zu viel Essen kann man ja gar nicht haben. So, jetzt baue ich einen Brunnen. Ja, das muss noch ein bisschen warten. Ich würde zuerst wirklich erst die Oma finden. Weil ich will jetzt endlich einmal schauen, das wäre eigentlich das Nächste, dass wir es irgendwie schaffen, dass wir hier in dieses Sägewerk, ich meine, das haben wir ja wahrscheinlich nicht als Gaudi aufgebaut, oder? Dass wir hier mal irgendjemanden finden, der hier arbeitet. Habe ich jetzt eigentlich, ja, das Hasenfleisch habe ich
Ja, wir haben ja schon wieder Neues. Aber ich sehe hier eigentlich nicht. Doch, Zustand 98,71 von 100. Okay, das kann also tatsächlich auch kaputt gehen. Okay, dort zeigt das jetzt mal wieder nicht an. Okay, Anzeige auch verbuggt. Und dann würde ich aber jetzt sagen, wir. Frag mich schon wieder so schwer. Ohne warum. Ja, trinken. Sind wir schon wieder so viel Hunger? Gibt's ja nicht. So, jetzt haben wir satt. Und die Lampe geht tatsächlich von selber an und hauen uns hin. Ja, also in der Nacht will ich jetzt die Oma nicht suchen. Das heißt also, wir nehmen unseren wohlverdienten, unser Schläfchen. So, guten Morgen, liebe Leute. Es ist 5 Uhr am Morgen. Na, das ist doch eine wunderbare Zeit, sich auf den Weg zu machen, um Oma zu suchen. Da würde ich aber tatsächlich jetzt. Das ist ja schlimm, wenn er nicht laufen kann. Manchmal ist es schlimm, aber unser Orion steht ja immer ganz brav. Ach nein, es schneit, oder? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich. Wie viel der Tag? 12. Tag. 4, 8, 12. Tatsächlich. Alle 4 Tage und der Winter ist da. Finde ich zwar jetzt komischerweise witzig, dass es in der Prärie Winter gibt, aber okay. Wir müssen, ja, wir werden, ich wollte eigentlich nachher noch Möbel bauen, aber jetzt mal eins am anderen. Dünger und Dung, das wiegt nichts, das können wir behalten. Eisen, können wir mal ablegen. Müssen wir wirklich alles rausschmeißen. Gewehrpatronen. Gewehrpatronen, okay. Weil das heben wir alles auf. Rohleder. Haben wir noch nicht rausgefunden, wie man Leder machen kann. Schmeißen wir mal raus. Bier schmeißen wir raus. Wollte ich eigentlich verkaufen, hebe ich jetzt mal auf. Der Bowlerhut, warum ich den nicht verkauft habe, weiß keiner. Der kommt in unsere Hauskiste. Die Flasche kommt auch in die Hauskiste. Nägel brauchen wir im Moment mal nicht. Der mal raus. Bretter brauchen wir im Moment mal nicht. Tun wir raus. 104 Stöcken. Die schmeißen wir jetzt einmal raus. Ich will ja hernach finden wir irgendwas oder irgendwelche Kisten oder sonst irgendwie. Und dann können wir nichts mitnehmen. Das ist natürlich blöd. Eimer mit Wasser. Den nehme ich jetzt mal mit, weil er nicht viel wiegt. Ich weiß ja nicht, was wir damit anfangen müssen. So, Hasenfelle lassen wir auch mal da. Brauchen wir nachher wieder. Rohes Fleisch. Nee, halt, Moment. Rohes Fleisch kommt in die Hausbox. Okay. Hat eigentlich dieses Lager irgendeine Begrenzung? Steht das irgendwo? Nein, steht auch nirgends. Okay. Wäre natürlich schon gut, wenn das irgendwann mal stehen würde. Okay, jetzt können wir auch wieder laufen. Wunderbar. Und wir machen trotzdem mal ganz kurz heim. Und in unsere Hauskiste. Da haben wir schon mal das Essen drin. Ja, den Bowlerhut. Keine Ahnung, den tue ich jetzt mal da rein. Aus dem Fleisch roh. Brauchen wir im Moment nicht. Ich glaube, ihr habt mir gesagt, es gibt irgendeine Taste, wo er automatisch alles macht. Was jetzt leider gerade. Dann die, wo haben wir denn die leere Feldflasche? Die lassen wir mal da. Könnte ich mir vorstellen, dass wir die noch brauchen. Da hat man zwei davon. Okay. Ja, weiß ich noch nicht. Das sind so Sachen da, weiß ich halt nicht, ob wir es wieder mal brauchen. Fackeln nehmen wir natürlich mit. Und unser Werkzeug nehmen wir auch mit. So. Spitzhacke. Brauchen wir eigentlich nur eine, oder? Und wahrscheinlich werde ich mich dann ärgern, wenn wir nur eine dabei haben. Steinaxt, Eisenaxt, die könnte man eigentlich hernehmen. Steinaxt, die haben wir auch mal raus. Da haben wir noch eine Steinaxt, auch raus. Eben, warum man die nicht stapelt, weiß ich nicht. Noch eine Spitzhacke, Bergmannsspitzhacke, da weiß ich den Unterschied nicht. Gibt es keinen Messer, nehmen wir mal mit. Noch eine Spitzhacke kommt da raus. Noch eine Spitzhacke kommt da raus.
Schaut, das ist Gewehrpatrone, Gewehrpatronenhülse. Ja, mit einer Hülse allein können wir eigentlich eh nicht viel anfangen. Colt-Patronen ist zwar gut. Irgendwo habt ihr mir auch gesagt, gibt es noch einen Colt, den habe ich wahrscheinlich übersehen. Ich glaube, da in dieser Höhle, wo dieses Skelett lag, da lag angeblich ein Colt. Ah, ärgerlich. Den hätte ich schon gern gehabt. Okay, also jetzt schaut es schon wesentlich besser aus. Wunderbar. Und es ist tatsächlich Winter, oder? Steht da. Winter. Ja, warum der Winter mit der gleichen Blume angezeigt wird? Okay, oben hier nicht. So. Owl, ich mache mich auf den Weg zur Oma. Ich hoffe, ich finde sie. Orion, grüß dich. Ist okay, brauchst keine Pferdedecke oder so. So, ciao, ihr Lieben. Billy, du hast Gott sei Dank noch keine Waffe. Okay, ist noch ein bisschen früh dafür. Passt einmal auf. So, wo geht's lang? Legt er mir nicht an. Okay, mal schauen. Bild. Hier, finde Oma Lucy. Und jetzt das mal nur streiks gerade aus. Okay. 1 Kilometer. Dann schauen wir mal. Jetzt schon gesagt, sei vorsichtig. Ein bisschen Waffen haben wir dabei. Jetzt müssen wir Pfeil und Bogen dabei. Das ist schon mal ganz schlecht. Also. Da sind wieder die Tippis. Weiß nicht, mache ich mal nur außenrum. Im Moment, keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Deswegen würde ich mal eher noch ein bisschen irgendein Indianerdorf. Lass mir mal aus. Oh. Nee, also meinen Skalp will ich noch nicht verlieren. Komm, Orion. Glücklicherweise, gerade beim Schnee, siege ich halt wirklich ganz wenig. Was ist denn da? Okay, da muss man schauen, Karte. Wo sind wir? Hier. Geht da links ein Weg, oder wer? Okay. Ist hier überhaupt gar kein Weg? Ich glaube auch nicht, dass wir da sind. Das wäre nämlich dann noch viel zu weit. Oder? Sind wir da? Hier sieht man aber auch kein... Gut, okay. Oh, da ist ja wieder dieses Bison. Ja, nee, wir müssen, glaube ich, wirklich rechts rum. Apropos Bison. Kommt's mal grob. Da das Bison ist, war doch hier irgendwo die Höhle. Findet ihr das? Weiß ich leider nicht mehr. Boah. Hier. Moment mal, wenn wir schon da sind. Ich glaube schon, dass sie das suchen. Doch links weg. Dann kam es extra. Oh, da schau her, Gold und Silber, 2x Gold, voll geil, für $100, cool. Lohnt sich also doch, dass man mal wieder vorbeischaut. Kiste. Oha, schon wieder Eisenäxte. Ja gut, okay, seht ihr es? Gut, dass wir ausgeladen haben. Also die volle Feldflasche nehme ich mal mit, den Rest nicht. Okay, die bringen richtig viel Geld, das nehme ich auch mit. 12 Steine, ja alles. Solange wir was tragen können und solange wir laufen können. Aber das hat sich jetzt wirklich gelohnt.
War nicht jetzt cool. Aber wo war denn? Irgendwo, ich versuche mich gerade zu erinnern, irgendwo, man sieht überhaupt nichts, ich weiß schon. Wird das irgendwas bringen, wenn man... Nein? Nein? Ja. Bisschen wenigstens. Nicht. Da? Ja. Hey, da geht's ja immer tiefer hin. Irgendwann war doch hier Schluss, ja, hier. Doch, hier war Schluss. Und bestimmt später erst. Gott, der macht. Kiste. Macht mir irgendwie kirre, macht der Schnee. Warum schneit es denn hier eigentlich? Dachte mir, wir sind in der Höhle. Sind wir gar nicht, oder? Okay. Hab mich verlaufen. Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Irgendwo war doch dieser Gang, wo dieses Skelett lag. Ich weiß es doch. Ach, das wäre jetzt ein cool gewesen. Also es hat sich jetzt auf alle Fälle gelohnt. Na gut, wir machen mal weiter. Rion, bist fit? Wir wollen doch die Oma finden. Und bei so einem Scheißwetter ist es eigentlich wirklich besser, wenn wir daheim bleiben. So, wir müssen hier... Hoffentlich findet man da jemals wieder heim. Wir sind völlig falsch, oder? Kommen dem Ziel kaum näher. Oh. Oh, 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 oh. Links um. Einfach durchreiten. Komm, Orion, auf geht's. Will mir jetzt mit irgendwelchen Wölfen oder so, will mir jetzt eigentlich nicht anliegen. Bin ein totaler Schisser. Ja, Alter, da geht was schief, hey. Oh, was ist denn hier? Hey, Moment. Noch mehr Feuersteinspitzhacke, ja. Das Problem ist, irgendwann können wir jetzt gleich wieder nichts mehr dran. Okay, da ist sonst nichts drin. Vielleicht kannst du mal die Fackel ausmachen, das ist irgendwie kirre. Nee, und die Spitzhacke brauchen wir an. Stöcken, Ton, Blei. Oh mei. Ja, mei, das ist Blei. Solange wir was tragen können. Wieder irgendwie. Nee, das war was anderes. Fuchs oder so. Eisenabbaugebiet entdeckt. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber ich will ja eigentlich jetzt mal die Oma finden. Okay, dann linksrum. Eisenabbaugebiet. Hoffentlich hat er das markiert. Es schaut mir nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Also das ist natürlich jetzt blöd, weil man sieht ja kaum was. Es wäre jetzt echt cool gewesen, wenn man an sowas irgendwie im Sommer anschaut. Jetzt eigentlich nur die blöde Oma. Und vor allen Dingen müssen wir den Schlauch bestimmt wieder zurück. Gebiet entdeckt. Troubled Pond. Okay. The Pond ist ein, sagt man da, ein Teich. Hm, oh Mann. Und das ist das Haus von der Oma. Haben wir es echt geschafft? Waren wir erst überwacht? Sind wir nicht?
tatsächlich. Ein Mensch weiß, ob wir da rumkommen. Haben wir uns jetzt hier irgendwie durch die Berge geschlagen? Wow. Naja, also so richtig der Brüller ist die Karte ja auch nicht. Vor allen Dingen hat er da eine Eisenmine, leider nur sichtbar, wenn man ganz nah rangeht. Auch schlecht. Aber gut. Oma! Oma! Oh! Oma, bist du die Oma? Schaust gar nicht aus wie Oma. So? Meter. So. Kann ich nicht ansprechen. Okay. Dann ist Oma vielleicht im Haus. Kommen wir nicht hinein. Da kommen wir rüber. Da gibt es keinen Eingang. Da haben wir eine Kiste, Flasche edler Whisky, logisch, Salbe, logisch. Da kommen wir. Okay, weil die Oma zugesperrt hat und wir können nicht mit ihr reden. Oder war das jetzt nur Zufall, weil sie jetzt einfach da gerade rumgewerkelt hat, so wie Owl, die immer irgendwo hingeht? Jetzt können wir. Grandma Lucy, also schaust irgendwie nicht aus wie Grandma, muss ich ganz ehrlich sagen. Grandma Lucy, wer in aller Welt bist du? Alter 50. Ui. Guten Tag, Ma'am. Ich? Was? Bin ich schon so weit weggezogen und trotzdem findet mich noch jemand? Du bist etwas Besonderes, junger Mann. Das weiß ich. Okay. Hatte Hilfe deine Enkel geschenkt. Geht es hier gut? Ist das was passiert? Alles in Ordnung, aber wir können deine Hilfe brauchen. So, wir? Ich wusste schon immer, dass sie nach mir kommt. Hübscher Mann. Danke. Ich habe eine Verlobte. Also ich hätte nicht so gehen. Vielen Dank, sagen wir da einfach. Sehr gern gesehen. Aber jetzt, warum hat sie dich zu mir geschickt? In unserer Siedlung gibt es ein Waisenkind. Er hat erst vor kurzem seine Eltern verloren und braucht jemanden, der sich... Oh, armes Ding, ich werde helfen. Übrigens, der Billy the Kid sage ich dir aber nicht. Aber weißt du, ich kann jetzt nicht weg. Ich muss erst Henrietta finden. Oh, nö. Ich werde dir sagen, wo du hingegangen bist. Wo kann ich sie finden? Mach dir keine Mühe. Sie ist taub wie ein Stein und genauso stur. Schnapp sie dir einfach und bring sie zu deiner Siedlung. Schnappen? Ja, sie ist vielleicht nicht die beste Fliegerin, aber sie versucht es. Fliegerin? Henrietta ist keine Frau? Natürlich nicht. Sie ist eine Henne. Ach Gott. Okay. Wo kann ich sie finden? Ich wollte sie nach Hope bringen, um sie zu verkaufen, natürlich nur, um sie zu erschrecken, damit sie aufhört, mein Gemüse umzugaben. Sie hat sich erschreckt mit den Flügeln geschlagen und ist auf und davon. Ach komm, jetzt muss ich jetzt echt dahin suchen, oder wie? Ich werde mich in der Nähe von Hope auf die Suche machen. Vielen Dank, junger Mann, und viel Glück. Na super, finde Henrietta. Also, wenn wir nichts anderes zu tun hätten, jetzt irgendeine Henne zu suchen. Ja, Wahnsinn. Auf der anderen Seite vom Ding. Na gut, wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minuten. Na schauen wir mal, ob die blöde Hände ziemlich schnell finden. Darf ich nicht sagen, oder? Das ist ein Stein. Ton. Das ist Ton. Okay. Okay, okay, okay. Kann man dann abbauen, oder? Gut. Wald entdeckt. Na, das ist doch super. Wald ist gut. Besser wie Henrietta. Was? Na super, dann sind wir jetzt in diesem Riesengebiet im Winter irgendeine Henne suchen. Oder? 10 Meter, ich laufe jetzt einfach mal 20 Meter. Aha, okay, das heißt also, wir laufen im Kreis. Oder habe ich schon übersehen von lauter schnellem Rumlaufen? Quasi. Das ist klasse. Sind wir da überhaupt noch in der Range? Ja, in der Range haben wir schon noch. Oh.
Nein. Ah, okay. Aber und das war dieser Bär oder? Ach, das war ein Wolf hier, irgendwie so wie. Ja, nehmen wir alles mit. Logisch. Können wir unsere Pfeile vielleicht auch noch mitnehmen? Hm. Nö, absolut. Gut, schaut. Nee, mit dem Hammer draufhauen macht auch keinen Sinn. Okay, zumindest ein bisschen Fleisch. So, das hilft uns aber nicht weiter, unsere Henne. Ja, das kann ja was. Also, Leute, weiß ich nicht. Es ist irgendwie jetzt nicht so lustig. Bestimmt da drüben. Jetzt auf dem Plateau, oder? Da ist sie doch. So, also, dachte ich mir doch. Sprich mit Oma Lucy. Gut. Okay. Henrietta, das. So, also, da ist sie ja, mein kleiner geflügelter Gemüseunhold. Jetzt können wir zu deiner Siedlung gehen, nimm dir einen Keks für unterwegs und gehst voraus. Ich werde dir folgen. Okay. Was bedeutet, du bist dann einfach da, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache? Oder sollte das bedeuten? Da. Ja, wahrscheinlich. Oder sprich mit Owl, steht da einfach. Also auf Warten, glaube ich, muss ich nicht auf sie. Okay. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, es reicht schon wieder. 40 Minuten haben wir schon fast wieder. Dann machen wir uns beim nächsten Mal auf den Rückweg, weil ich glaube, der Rückweg wird steinig. Da müssen wir mal schauen, wie wir da am besten. Eventuell doch darum irgendwie. Eieiei, okay. Ja. Und ich würde sagen, beim nächsten oder beim übernächsten Mal machen wir auch mal ein kurzes Fazit, ob es uns denn jetzt mittlerweile so gefällt oder nicht. Ich bin noch wirklich ein bisschen gemischte Gefühl noch dazu, weil ich halt einfach so von Medieval Dynasty so verwöhnt bin, weil da wirklich alles hundertprozentig klappt und hier klappt halt vieles leider noch nicht. Okay, aber ich finde ein guter Start. Wir machen auf alle Fälle noch Sendungen. Also da braucht es keine Angst haben, es geht auf alle Fälle noch weiter. Wie viel weiß ich nicht. Ich spiele im Moment tatsächlich mit dem Gedanken, eventuell wieder auf Medieval Dynasty umzusteigen und in der alten Siedlung weiterzumachen. Das nur mal so für alle, die dies wirklich interessiert. Das ist nur so eine Randnotiz. Danke fürs Zuschauen, sagte die Jenny hier bei Wild West Dynasty. Liebe Cowgirls und Cowboys, und beim nächsten Mal sprechen wir wieder mit der Owl und dann ist Oma da und dann bin ich gespannt, was mit Billy the Kid passiert. Spannend, spannend. Schaut's wieder rein beim nächsten Mal. Ich freue mich wahnsinnig. Danke für ein Like. Danke für ein Abo. Ein Like ist der Daumen. Drückt einfach nur drauf, bringt mir wahnsinnig viel. Danke für ein Abo, wenn ihr noch keins habt und bis zum nächsten Mal. Euer DJ Nick. Servus. Pfiat euch.